Servus und damit recht herzlich willkommen zurück. Wir sind unterwegs. Ich habe ein bisschen Materialien gesammelt, ein bisschen trainiert noch. Und kann jetzt etwas vorweisen sozusagen. Wir gehen jetzt gleich mal zurück, Herr Lerner. Wir gehen jetzt gleich unsere Quest weitermachen, aber vorher möchte ich natürlich noch. Ich kann Pichu und Eagle Ava entwickeln. Wir machen zuerst Pichu. Entwickeln. Zulassen. Weil Pichu entwickelt sich zweimal. Glückwunsch, dein Pichu wurde zu Pikachu. Jawollo, wir haben ein Pikachu. So, und da haben wir natürlich noch den schicken Donnerstein gefunden. Raichu. So, Raichu. Da haben wir einen Raichu. Ordentlich KP. Ein gutes. Ja. Attacken verwalten. Kein Funkensprung noch. Oh mein Gott, ein komplettes Elektro-Set. Zack. So, und dann. Lava. Entwickeln. Zulassen. Tornopto, Hisuiform. Ich weiß ja nicht, du. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie verpennt aus, der junge Mann. Bürde hat man, Erholung hat man neu. Flammenwurf hört sich gut an. Weil ich Bürde würde ich auch nehmen, ne? Hätte man eine relativ gute Chance gegen Relaxo, weil Relaxo ist ja normal. Oder? Zu Trummer würde ich für Relaxo erstmal lassen. Na, wir machen es erstmal so. Naja, ist ja relativ groß, ne? Das tut mir schon mal recht gut gefallen. Nein, wir möchten noch keinen Bericht erstatten. Jetzt wäre halt die Frage, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Wir gehen mal zu dem Galopper. Weil wir haben ja auch noch unser Georock. Das auch relativ stark ist gegen Feuer. Mit seinen Boden- und Gesteinattacken. Ein Ebuli hätte ich echt gern noch. Wir gucken mal, ob wir Galoppa wegplatzen können. Immerhin haben wir jetzt einen 31er Raichu, einen 34er Georock, das wir übrigens mit der Verbindungsschnur entwickeln können. Hier habe ich jetzt mal nachgelesen, weil ich sehr interessiert daran war, wie man die Pokémon, die durch Tausch entwickelt werden, wie Kadabra, Georock, Machok und was war es noch? Georock, Machok,
Kadabra? Achso, Alpollo. Wie die entwickelt werden, weißt du? Ein Alpollo, Digga. Ein Gengar. Ah, ein Gengar auf jeden Fall. Georg hat schon mal richtig gut vorgelegt. So. Ich würde sagen, wir benutzen Staravir jetzt mal als Punching Crow. Und beleben unser Georg wieder. Du willst ja nicht plätten, ne? Ich will es ja fangen. Ich hätte es jetzt fast geplättet. Tempo-Technik. Feuersturm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kartentechnik. Feuersturm. Bleib drin. Ich weiß, dass Galopp am Mythen ist, oh mein Gott. Ja, was ist mit dem Gras los, Alter? Galupa, geile Sache. Level 40. Elite-Pokémon gefangen. Booyah. Die Musik passt, glaube ich, dazu. Moment. Sorry, die müssen lauter sein. Die passt richtig gut dazu. Sehr schön, sehr schön. Jetzt holen wir uns erstmal das Galopa. Auch wenn wir schon eine Feuer-Pokémon haben. Da wäre ich gleich ein bisschen übermütig und will gleich Galaxio wegbashen, du. Pokémon. Ein Elite.
Gebiete-Pokémon bewegen, tauschen wir durch dich aus. Nur kurz. Es wäre so geil, wenn du auf Galoppa reiten könntest. Ich weiß ja, dass man auf dem neuen Hirsch oder Rentier, was das ist, reiten kann. Alter, das ist... Das ist... Jawoll. Jawoll. Ich hab's. Oh, geil. So müssen Pokémon sein. Nicht hier 2 cm kleiner als du. Ups, Verzeihung. Alter, geil. Alter, fick die Henne. Alter, was für ein Riese. Alter. Geil. Das ist aber bloß, weil es ein Elite-Pokémon ist, ne? Ich würde so gerne auf dir reiten. Ich würde so gerne auf dir hier durch die Prärie reiten. Was sollte das jetzt heißen? Nice. Alter, ich muss jetzt das Relaxo bashen. Ich liebe Relaxo. Ich muss das jetzt wegklappen. Ich will das haben. Da holen wir uns das Simsalat dann auch. Hä? Ist ja gar nicht. Hä? Das ist ja gar nicht. Unser Tornöpto kann ja gegen Simsalat bestehen, das einen Geisttypen hat. Ha! Wir müssen uns bloß Bürde beibringen, ne? Damit wir den ein bisschen wegschauen können. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Bürde vielleicht. Ja, lass mich in Ruhe. Ah, siehst du, hier oben ist ja auch noch eins. Ah, stimmt. Das Luxio. Keine Ahnung, dieses krasse Elektro-Pokémon. Was in Shiny übelst geil aussieht. So, mal gucken, ob wir das schaffen gegen Relaxo. Wir könnten doch hier irgendwie speichern. Ja, speichern. Nein. Spiel gespeichert. Oh, sieht geil aus, die Krause, ne? Also du kannst jetzt nicht sorgen. Galoppa. Willst du mich rollen? Da nimmt der Zwiebel auseinander. Oh, ist jetzt sauber. Ja! Relaxo! Geil. Meister Samen und Leistungssand. Ein 45er Relaxo können wir sowieso nicht einsetzen, weil. Ein bisschen fett. Passt gleich wieder richtig dazu hier. Nice!
du, wenn ich das jetzt privat spielen würde, würde ich das auch nicht anders spielen. Ne? Also, ne? Vor allem gegen so ein kleines Warmbild das riesen Galoppa einzusetzen. Das Galoppa macht immer mit dem Hoof. Dort. Bad. Braid ist das wie. Das ist einfach Braid. Ich muss hier von Features reden, ey. So ein Pokémon. Ich hoffe, man kann wirklich dann auf Galoppa reiten. Das ist super nice. Oder auf Galaxie. Alter, ich will ein Metacross als Elite-Pokémon. Alter, geil. Wo renne ich eigentlich jetzt hier hin? Ich wollte nach oben, ne? Ja. Alter, das Galoppa ist schon übelst riesig. Das Galaxie ist übelst. Gut, bei dem Galaxie muss ich alles sagen. Die Größe passt. Aber klar, erstmal ein Team aus Elite-Pokémon, ne? Moin! Pokémon! So. Kadabra bewegen. Zehnkopfstoß, Knirscher, Pferdestärke, Boden, okay. Erholung, gut. Da ist kein Wunder, dass er uns mit Pferdestärke weggeschossen hat, ne? Nice. 3015, ey. Da haben wir uns noch die Vorentwicklung von Luxtra. Entwickeln das weiter. Weg. Ich will keiner. Geil wäre es natürlich, wenn die Elite-Pokémon mehr Ressourcen abformen würden. Das wäre natürlich richtig krass. Das Europa ist immer noch übelst nice. Ich kann da nichts anderes sagen, das ist einfach geil. Weil wenn das jetzt schon so groß ist, dann müsst ihr ja Dings. Hauptsache wir killen es nicht. Gerade jetzt ordentlich in der Kiste, ne? Das Relaxe ist so super nice. Ein Elite Onix. Alter, also sowas von. Ich bin schon mal drin. Ich hoffe, das kommt wieder.
Ich hoffe, das kommt wieder. Das hat ich mich gerade selber breit gemacht. Es kommt bestimmt wieder. Ich hoffe es. Ich hätte Galoppa einsetzen sollen und den hypnotisieren sollen, dann wäre alles tutti frutti gewesen. Ob es die dann nur als Shinies gibt? Und vor allem, sind die Original-Pokémon kleiner? Ich habe noch kein anderes Galoppa gesehen, ne? Bis zum nächsten Morgen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, da können wir noch schnell das Simsala plätten. Da muss ich aber noch schnell den Move von links umbauen, ne? Der braucht Attacke wechseln. Die Bürde braucht er. Super geil, ey. Ich hätte natürlich das Ding Luxio gerne gehabt jetzt, aber. So, sollten die vielleicht auch. Ach, haben wir doch. Haben wir ja. Gut. Gehen wir uns mal das Simsal holen. Vielleicht tauchen dort jetzt so andere Pokémon auf. Ne? Also du hast das jetzt besiegt, da kommt vielleicht jetzt. Wo ich mich echt wundere, fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Wo ist denn eigentlich die Hisui Glurak-Form, hä? Kriegt Glurak nicht immer eine Sonderform, eine extra Wurst irgendwie? In jedem Spiel? Galoppa. 40er Galoppa, 45er Relaxe, 37er Tenöpte. Übelst stark. Okay. Ich würde sagen, da gehen wir mal schnell dahin und schauen, ob es wieder da ist. Also von der Größe her ist Relaxo eigentlich recht nice. So müsste es eigentlich original sein. Es scheint noch nicht da zu sein, ne? Weil ich das als letztes besiegt hatte. Es kann natürlich auch sein, weil ich es besiegt habe, kommt es gar nicht mehr. Natürlich ein bisschen böse. Gehen wir uns eben erstmal Simsala holen, ne? Wenn wir es nicht auch wieder plätten. Was war denn das?
Lass mich mal in Ruhe. Deswegen ist Georg so hilfreich. Glanzsteine. Deine Tasche ist voll? Naja, wir wissen, dass du schon seit 100 Jahren nachlässt, aber... Einsetzen? Lass mich in Ruhe, ich will nichts von dir. Tornado. Wobei ich sagen muss, man hätte Tornado eure besseren Skin dafür geben können, ehrlich gesagt. Jetzt gefallen tut er mir jetzt nie, da, ne? Der Standort gefällt mir viel besser und so, ne? Aber. Mein Gott, lass mich in Ruhe, du Eumel. Simsala, holen wir uns jetzt noch schnell. Wenn wir Überraschungsangriff stoppen können gegen den Ölmen. Sech, Alter. Du alter Eumel.
Wieso kannst du Genesung einsetzen, du dreckiges Arsch? Wieso kann das trotzdem angreifen? Das pennt doch. Level 6, Alter. Achso, stimmt. Galaxie ist ja über Level 5. Das Fünfer ist echt Arschloch. Kannst du vergessen, Alter. Das ist echt. Ja, nehmen mal die Beine in der Hand und hauen ab. Level 6 ist doch ein bisschen hardcore, also. Ich hab, ja gut, wir hatten nie nachgeguckt, wie, welches Level das hatte, ne? So, Laxo war fast Level 50. Ja, das kommt schon. Level stark, das Simsala. Aber dass das auch Attacken einsetzen kann, während es pennt. Und das ist umgeändert, dass du während des Pens halt auch Attacken einsetzen kannst mittlerweile. Dass das Pen wie ja, na, ist auch schon wie Paralyse wirkt. Eigentlich müsste er pennen und dürfte nicht mehr passieren. Die ganze Zeit, bis er aufwacht. Der alte Lappen. Oh, konnte mitgenommen. Rei. So, ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Und dann machen wir die Geschichte weiter. Lass mich in Ruhe, ich will nichts von dir. Und ja. Mit Simsala legen wir uns erstmal näher an. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.